Used to Sri Lankan people medicine? Mimosa, das sind die wohl. Huh? Why they go down? They fall in sleep or? Yeah, yeah. Mimosa. Krass. Schau das mal schon mal an, wie die sich zurückziehen. Wow. Use for medicine. Hier, voll ausgerüstet, zack, wird noch mit Salz bestreut wegen den Blutegeln. Erste längere Tour im Regenwald, geht heute los. La la la. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute in diesem Video nehme ich euch mit bei einer Tour durch den Sinaraja Rainforest. Mal schauen, wir ein paar Wasserfälle, ein paar Tiere sehen und auf den Rest bin ich selber gespannt. So, es geht los. Hier ist der Eingang vom Sinaraja Rainforest. Wie gesagt, ist wichtig, wenn man hier mit Salz bestreut wegen den Blutegeln. Vorsicht ist besser wie Nachsicht, meine Freunde. Sri Lankan kangaroo lizard. Yeah, yeah. There is a Sri Lanka. Sri Lankan kangaroo lizard. I'm on mobile phone. I can't find it. Wir haben einen Tausendfüßler an einem Baum. Der ist schon 150 bis 200 Jahre alt. Schon krass. Wilde Ananas hier im Dschungel, essen aber nur die Tiere. Schau, ich steh mal an. Ah, cool, ein Skorpion. Rückzug. Ja, hier gibt es zumindest noch einen Pfad, einen Weg, wenn ich mir überlege, so die erste spontane kurze Tour, diese sri lankanische Weinwanderung. Müsst ihr im anderen Video schauen, da ging es querbeet nur durch. Hier seht ihr den männlichen Kangaroo Lizard, Sri Lankan Kangaroo Lizard. This is male, no? Yeah. It's the female down there. So unscheinbar, erkennt man gar nicht. So beim Vorbeilaufen. Das ist das weibliche Kangaroo Lizard. They never grow. You see, some people come. Die Einheimischen sagen, die Flüssigkeit trinken sie gegen Arthritis.
Und wir trinken. Nein, na, das ist halt nice color. Ja, man muss schon sagen, also die Vielfalt ist schon heftig. Ich kann leider hier nicht alles auffangen. Vor allem verschiedene Vögelarten. Spinnen haben wir jetzt auch schon ein paar gesehen. Diese Kangaroo-Lizards. Das so allgemein, oh, die Bäume oder diese Lianen, also sowas habe ich selber noch nicht gesehen. Also hier gibt es echt schon mega viel, also solche Bäume, riesig, das kommt alles leider auf den Videos nicht so rüber. Look, it's a big butterfly. Very big one. Wow, very big. Riesen Schmetterling. Ah, seht ihr den? So, ich habe mich hier verewigt, Victor. Das sind Bleistifte. Sri Lankanische Bleistifte. Und noch ein Herz. So, schauen wir mal. Das Ding in die Hand nehmen. Oh, das ist dieser Sicherheitsmodus. Zack. Jetzt ist er weg. Sorry. Hier seht ihr die Karte von Rainforest. Wir haben uns jetzt quasi nur von hier nach hierher bewegt und gehen jetzt noch hier an den Wasserfall. Aber ihr seht mal, wie groß das hier wirklich ist. Aber ich glaube, allein bis hier sind es 24 Kilometer. Da braucht man einen ganzen Tag. Krass. Gleiche Farbe wie der Baum, erkennt man das so kaum. Also schon krass. But he's changing the color now, no? Yeah. First light green, now it's a dark green, see? Yeah, now it's dark green. Little bit yellow. What's the name of this snake? Green pit viper. Green pit viper. Heftig, wie groß der Baum, aber ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Das ist eine Autobahn in den Ameisen. Schaut euch mal an. Krass. Jetzt sind wir echt mittendrin, statt nur dabei.
mega kitzelig. Mega naturbelassen hier. Also ich kenne es noch von anderen asiatischen Ländern, wo das dann alles etwas touristischer angelegt ist, wo dann überall so Getränkestände sind, Essensstände. Aber hier alles genauso gelassen worden, wie es die Natur vorgegeben hat. Alles im Leben braucht seine Zeit. Seht ihr diese Liane? Diese Größe wird so 20 Jahre alt sein. Und diese 100 Jahre, ja? About. Sowas kann daraus entstehen. Boah, 100 Jahre alt. Also immer Geduld haben, Leute. Sri Lankanische Tarzan. Jetzt gehen wir gleich zu so einem Natural Pool, ein bisschen planschen, weil es ist schon eine schwitzige Angelegenheit hier im Regenwald. So, nach 4 Stunden hat man sich jetzt schon dran gewöhnt, läuft halt barfüßig. Barfuß hier im Rainforest. So, da hinten ist der Pool. Da geht's jetzt rein. Das haben wir uns jetzt verdient hier. Zack, hier geht's jetzt rein. Abkühlung. Sind jetzt doch 6 Stunden geworden. Das war die Tour durch den Sinaraja Rainforest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen oder einem Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.